Ich höre genau, als wäre hinter mir dieser Zombie. Keine Ahnung. Der macht mich irre, der scheiß Zombie. Dann haben wir die Schicht gleich auch weg. Dann war es nur noch eine. Das wird dauern. Ja, ich weiß, unter mir. Ich habe beim letzten Mal hier schon versucht, irgendwie mich durchzugraben. Deswegen habe ich hier an ein paar Stellen auch Cobblestone zum Beispiel oder hier diesen Sandstein stehen. Habe auch ein paar Höhlen gefunden, aber irgendwie sind es nicht die Höhlen, wo diese Monster drin sind, weil die habe ich eigentlich ausgeleuchtet, beziehungsweise auch teilweise zugebaut, schon Material losgeworden, was ich gar nicht brauche. Und ey, die machen mich irre, die machen mich richtig irre, die Geräusche hier. Weil du nicht zuordnen kannst halt, weißt du? Richtig nervig. Nervig, nervig. Damit meine ich keinen Wikinger, der nervig heißt. Puh, das wird dauern, das wird richtig dauern, ey. Diese Ebene, ich glaube, diese Fläche wird jetzt die größte Fläche wegschaufeln müssen. Ah, total krass, weißt du, ich sag immer, ich würde gerne die und die Konsole haben. Ich habe mir damals die Wii U geholt, weil ich da so Mario Kart Fanatiker bin. Oder auch Mario Party. Das neueste Mario Party besitze ich gar nicht. Und die ganzen Download-Cons zu Mario Kart besitze ich auch nicht. Keine Ahnung, ich komme immer wieder zurück auf den PC, weil mir einfach die Leute dazu fehlen, irgendwie zu zocken. Was Konsole angeht. Und Konsole kann ich halt irgendwie nicht aufnehmen. Da fehlt mir halt diese Capture Card. Und wie gesagt, Capture Card wäre das nächste, denke ich mal, was ich mir anschaffen müsste. Wobei ich da auch nicht eine 0815 haben will, sondern eine, die schon ein bisschen was auf dem Kasten hat, ne? Die sind nicht gerade günstig. Ja, weil es einfach am einfachsten ist, irgendwie da zu übertragen bzw. aufzunehmen. Du schmeißt das Programm an und sag ich mal auch die Follow-Counter oder keine Ahnung was und das war's. Und wenn du halt Konsole aufnehmen willst, dann musst du halt ja diverse Sachen noch anschließen. Wie gesagt, die Capture Card brauchst du dazu. Von da aus musst du HDMI-Splitter haben und zusätzliche HDMI-Anschlüsse und all solche Zusatzsachen halt. Und das geht halt auf Dauer richtig in den Geldbeutel, ne? Gut, wenn man es einmal hat, dann hat man's. Aber das Drumrum, das ist halt ziemlich extrem. Du kannst von der PlayStation 4, das weiß ich, kannst du direkt von Haus aus streamen. Das ist möglich. Aber wie gesagt, wenn du halt, wie ich, noch zusätzlich, die Sachen auf YouTube hochladen willst, ist das ein bisschen schwieriger, das Ganze? Wenn ich so bedenke, diese Ausrüstung, die ich jetzt zu Hause stehen habe, so grob überschätze, überschlage an Games, an ja, Aufnahmeeinheiten,
Material, Mikrofon und Co., was ich dafür schon ausgegeben habe, boah. Hätte ich mir schon dreimal fast ein Auto holen können. Auch wenn die ersten zwei Gebrauchtwagen wären. Nee, aber so im Großen und Ganzen, ich hätte mir bestimmt schon mal neue Wagen davon holen können. Definitiv. Guckt, das ist die größte Fläche, die wir hier wegtragen müssen. Das wird auf jeden Fall dauern hier. Das wird dauern. Scheiße, ey, da habe ich mir echt was vorgenommen mal wieder. Erstmal hier irgendwie durch, mal erstmal die Plattform hier weg, dass wir das so ein bisschen in Ebenen einteilen. Ja, sogar zwei weiße Hasen hier. Nice! Oh, da geht's ja noch weiter. Alter Vater. Jetzt kann ich nicht mehr Erde einsammeln. So, klatsche ich das weg. Die Blumen klatsche ich weg. Da kann ich den Sand einsammeln. Ich bin ein Hase, ich gehe ja auf den Jagd. Ich springe vor dir rum und mach dich einfach platt. Jetzt wirst du auch ganz, ganz, ganz aggressiv. So, das hier schnell noch weg und dann ab nach Hause. Renn, 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 renn. Okay, Sandstein hier rein, Sand da rein. Da haben wir auch noch Sand. Dann haben wir hier das Pseudomaterial. Hier haben wir Cobblestone. Grünzeug haben wir hier hinten. Erde können wir. Moment, da hatten wir hier oben noch eine Kiste. Wird langsam aber auch eng. Ich meine, wir müssen nachher ein paar Mal laufen, um Erde wiederzuholen. Nun gut. So, jetzt machen wir noch ein paar Schippen. Die können wir dahin tun. Weil wir werden es definitiv noch ein paar brauchen. Schaufel, Schaufel, Padaufel, Maufel. Okay, dann machen wir noch zwei Spitzhacken. Dann sind wir auch da durch. Schwerte haben wir noch. Dann gehen wir pennen. Mich gerade richtig duster draußen. Und wenn ich Pech habe, haben wir nämlich gleich schon Monstergesocks draußen rumstehen, die uns mal freudig Hallo sagen wollen. Irgendwie. Was ich nicht hoffe. Oh yeah. Nö, jetzt ist doch noch ein Creeper, weißt du? Muss doch nicht sein.
keine Pfeile mehr. Jawohl. Och, noch ein Skelett im Wasser. Komm, das machen wir so. Fick you. Okay, Spinne töten wir auch. Pfeile tun wir dahin. Ah, das Lustige ist das andere Zeug jetzt hier, ne? Wenn wir noch so viel bekommen, ich glaube, ich werde es mal hier hinten ins Wasser schmeißen irgendwo. Aber in die Tiefen. Hui. Zack, zack, zack. Und nicht mehr aufsammeln, schnell nach oben schwimmen. Yeah. Okay, haben wir das auch durch. Sehr nice. So, wo waren wir dran? Da hinten waren wir dran. Wir müssen noch richtig, richtig viel Erde abtragen, richtig viel Bauplatz schaffen. Oh, und das wird dauern, ey. Das wird richtig dauern, egal. Wie hießen die Bollywood-Teile nochmal? Grabe und denke nicht an morgen. Grabe bis in die Morgenstund. All solche Sachen, Alter. Bollywood, ey. Boah, ist das lange her. Ja, wie haben wir denn genug Bauplatz für irgendwelche Konstruktionen, die wir halt vorhaben? Will mal gucken, vielleicht hier auch eine Windmühle hingestalten. Oder all solche Sachen halt. Ja, ich bin mir halt nicht sicher, ob ich meine alte Serverwelt, die ich halt im Singleplayer gespeichert habe, irgendwann mal weiterbauen soll, weil da hätte ich auch noch so ein paar Projekte, die ich ja auf anderen Server mal gestaltet habe, die ich da übertragen wollen würde. Oder ob ich einfach das hier nach und nach ausbaue. Weil das hier ist meine Streamwelt einfach, ne? Im Singleplayer. Und hier habe ich praktisch mit euch angefangen. Klar, habe ich ein bisschen Offscreen gebaut. Ne? Da hinten das Haus, dass es so aussieht, wie es aussieht. Ein bisschen terraformig schon betrieben. Aber ganz ehrlich, hättet ihr Bock, da wirklich tagelang ein und denselben Scheiß zuzuschauen? Ich denke mal nicht. Ne? Und deswegen haue ich mich hier durch irgendwie. Ja, Minecraft läuft, ne, wie ich es vermutet habe, wieder richtig gut. Keine Dropped Frames oder sonstiges. Ne, wie wir es von Anton halt gewohnt sind. Das, wie gesagt, bringt mich halt zu der Vermutung, dass eventuell Anton auch mit schuld dran ist. Ich will natürlich nicht ganz ausschließen, dass Windows 10 auch sein, ja, Restliches dazu tut. Und ja, ebenso komme ich auch zu dem Entschluss, oder zu der Vermutung, dass deswegen es wenig deutsche Streamer gibt, was Anturnt angeht. Aber ansonsten keine Ahnung. Anturnt ist lustig, keine Frage, auch auf dem Server und so weiter. Ja, und der Entwickler ist ja wieder fleißig dabei, auch weiter zu programmieren, weiter zu fixen und so. Und ich hoffe, dass da noch ein paar mehr Karten kommen werden, wie diese paar, die es momentan gibt, wobei es ja schon zwei mehr sind wie ursprünglich. Aber gut. Ich hoffe ja eher noch auf einen Fix irgendwie. Oh, mein Sound ist weg.